Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Wir spielen weiter mit Star Wars Outlaws. Beim letzten Mal haben wir endlich die Story beendet. Und nun geht es rein ans Sammeln der 100%. Wir haben noch einige richtig coole Aufträge vor uns, denn wir haben noch nicht mal alle Quests gemacht. Komm mal her. Hallo. Solltest du nicht Wache schieben? Das habe ich nicht mehr ausgehalten. Bin abgehauen. Oh, das ist er. Wenn Gorak das erfährt, bist du Blurkfraß. Zu dumm, dass du kein Schiff hast. Ist das ein Angebot? Nicht wirklich. Ich brauche nur meine Sachen aus dem Pike-Bezirk. Holst du sie für mich? Ich arbeite nicht umsonst. Ich bezahle dich. Solange du niemandem sagst, wo ich bin. Ah, alles klar, okay. Ja, das ist ja cool, dass man solche Folgequests und sowas hat. Ich wollte eigentlich hier zur Verbesserung hin. Denn wir können beispielsweise noch unseren Antrieb verbessern, liebe Leute. Damit haben wir jetzt unser Schiff schon ziemlich weit. Und ich glaube, hier haben wir schon mal auf die beste Stufe. Raketen haben wir auf die beste Stufe. Das noch nicht ganz. Ah doch, guck mal, Ionengeschütze haben wir noch nicht. Ich glaube, unser Schiff ist soweit ziemlich gut ausgestattet. Wir können auch noch mal ganz kurz für den Gleiter schauen, dass wir den auch noch mal komplett upgraden. Oh, was geht denn hier, ey? Ich habe hier ganz viele Leute. Eher ein Fliegerproblem. Diese Viecher stehlen alles, was glänzt. Die haben bestimmt schon ordentlich Beute oben auf dem Typhonfelsen. Ich hab's leider aber noch nicht hochgeschafft. Aha. Vielleicht versuche ich es mal. Viel Glück. Viel Glück, alles klar. Danke, Mann. Nee, aber wir wollen auf jeden Fall heute mal reinschauen. Wo ist denn jetzt hier dieser Gleiter, Mensch? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir wollen heute mal reinschauen in noch nicht gemachte Quests. Von daher, das werden wir auf jeden Fall machen. Haben auch noch Sabak zu spielen. Haben auch noch den Ashiga-Clan auf das Maximum zu treiben. Von daher, es ist noch einiges zu tun. Ich habe es. Ich habe es, natürlich. So, siehst du mal, das haben wir auch mal wieder. Da sieht man auch 3 von 3, 3 von 3, 2 von 2, 1 von 2, 2 von 3. Okay, hier fehlt uns noch ein bisschen was. Akkubeschleuniger, merken wir uns. Und hier fehlt uns Akkubeschleuniger. Okay, siehst du mal. Wenn wir die beiden Sachen haben, dann haben wir tatsächlich unseren Gleiter schon mal auf das Maximum hochgebessert. Das ist ganz gut. Was wir übrigens auch machen können, und das werde ich auf jeden Fall, ist auf Stufe 5 abzugraden oder Stufe 6, wie auch immer. Bei diesem, das Imperium sucht dich. Denn natürlich, es wurde geschrieben von wegen, ey, mach das mal im Weltall, ne, haben wir noch nicht wirklich gemacht. Stimmt. Und natürlich auch, wir werden uns anschauen, wie das ist bei verschiedenen Planeten. Soll heißen, bei Akiva und bei Tatooine und so weiter, ne, von daher. Das werden wir uns alles anschauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich laufe hier gerade so ein bisschen durch die Gegend, weil ich eigentlich dachte, hier wäre irgendwo einer, der noch quatschen will. Der Droide? Wow, du hast echt einen miesen Tag. Das habe ich nicht ganz verstanden. Mein Bewegungsaktuator wurde gestohlen. Bitte setze dieser Demütigung ein Ende. Das hat der kleine Kerl gesagt. Willst du nicht helfen? Ist nicht meiner. Oh. Cool, so eine kleine Druidenquest ist ja auch nicht schlecht, ne? Bewegungsaktuator, Jauntas Hoffnung, einem kaputten Wachtruiden. Am kaputten Wartungsruinen in Jauntas Hoffnung fehlt ein Bewegungsaktuator. Gut, das machen wir jetzt erstmal nicht, denn ich würde sagen, wir gehen direkt rein in eine der größeren Quests. Und zwar auf Tatooine gibt es eine Crimson Dawn Quest, die haben wir noch nicht gemacht. Und da hätte ich tatsächlich am ehesten Bock drauf. Von daher, wir gehen hierhin nach Bestien. Hier ist unsere Gelegenheit. Ich bin gespannt, was da abgeht. Let's go. So, da sind wir auch schon. Ich warte auf dich. Haben wir vielleicht im Schiff jetzt auch was Neues, ne? Das ist ja auch vielleicht nochmal so eine Sache. Ermittler, Aufträge verwalten. Nein, 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 nein. Gucken wir uns hier auch nochmal um. Hier können wir das Essen wechseln, Schüssel wechseln, jawohl. Kleiderschrank, was können wir hier interagieren? Nix. Da haben wir, glaube ich, hier durch die Wand irgendwie ein bisschen was mitgenommen. Okay, ich glaube sonst nichts. Waffe upgraden können wir übrigens auch noch. Das ist ein bisschen schade, dass jetzt Gedeek und Ahnk hier raus sind. Natürlich cool, dass wir ND als Crewmitglied so gesehen behalten. Ja, aber ganz ehrlich, die anderen... die anderen wären nochmal cooler, oder? Also auch, dass man die mit dabei hat. Ein bisschen schade, dass die jetzt quasi komplett weg sind. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? Hätte man früher machen müssen, die Quest, aber ich bin eigentlich, glaube ich, ganz zufrieden damit. Das Einzige, was ein bisschen sehr komisch war, ist, dass ich beim Ruf, beispielsweise jetzt momentan, bei den Pikes am höchsten stehe. Und ihr seht schon ausgezeichnet, gut, gut. Hier auch ausgezeichnet. Ein bisschen schlechter als bei den Pikes.
Und das hat zu der ganz komischen Situation geführt, ja, dass ich im Finale einfach von Gorak Unterstützung bekommen habe, ne? Gorak und ich haben eine ganz komische On-Off-Beziehung. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber ja, es ist halt so passiert, ne? Es ist halt irgendwie so passiert. Ich weiß noch, wie er seinen Killer-Squad auf mich gehetzt hat, als ich dem einen Pike gesagt habe, er hat beim Sabak verkackt, ne? Und das war ausschlaggebend genug, dass er sagt, jetzt hasse ich dich und werde Killer auf dich senden. Aber nun gut, gucken wir mal in die Quest rein hier, ne? Bist du okay? Ich bin es nicht gewohnt zu warten. Ist das so? Man sieht nicht oft Crimson Dawn auf Tatooine. Wer bist du? Mein Name ist Ezok. Ich wurde von Lady Kira höchst selbst auf eine wichtige Rekrutierungsmission geschickt. Mhm. Aha. Hinter wem bist du her? Ice Varga, Ex-Imperium. Eine brillante Superwaffeningenieurin. Wir wären schon auf halbem Wege zur Vermilion, aber sie reagiert nicht mehr auf ihr Comlink. Vielleicht will sie nicht für dich arbeiten. Bitte. Wer sagt schon Nein zu Crimson Dawn? Sieh in ihrem Unterschlupf nach. Da stimmt was nicht. Du willst dir wohl nicht die Hände schmutzig machen. Gewalt ist nicht mein Geschäft. Na gut, schick mir die Koordinaten. Was ist denn sonst dein Geschäft, frage ich mich eher. Die Mucke, die geht ja richtig ab hier gerade. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier uns noch ein wenig umschauen. Haben uns hier auf Tatooine sowieso, ne, hier bei der Jundlandwüste, gerade hier im hinteren Bereich oder im Dünenmeer, haben wir uns wenig umgeschaut bisher. Oh, guck mal, hier müssen wir hin. Da haben wir sowieso noch irgendwie anscheinend eine andere Quest, die wir erledigen können. Ja, werden wir schon finden. Da sind ganz viele Sachen, wo wir auch einfach teilweise irgendwie Teile für unsere Blaster-Upgrades oder sowas finden können noch oder unsere Fähigkeiten verbessern, weil die haben wir auch noch nicht ganz auf das Maximum getrieben. Bist du bereit? Von daher, wir haben noch so ein bisschen was vor. Gerade diese größeren Quests, wie jetzt die, die wir jetzt machen werden, sind, glaube ich, teilweise richtig cool. Diese Hinweise, ja, ne, natürlich, die sind mit dabei, aber die werden wir mit so ein bisschen abarbeiten. Aber ich glaube, gerade diese größeren Quests, die sind auf jeden Fall noch ganz nice. Imperiumsterritorium, naja. Ah, ja, hier war ich schon mal. Ich erinnere mich. Hier bin ich mal abgehauen oder weggegangen. Ich bin jetzt am Versteck, glaube ich. Ich sehe ein paar Gebäude. Ich lebt in dem kleineren. Ich dachte schon, jetzt verfolgt mich hier irgendwas. Suche nach Hinweisen auf Eisverbleib. Yes! Oh, die Architektur sieht hier wieder wunderschön aus, liebe Freunde. Grobtuch. Wir werden natürlich auch weiterhin irgendwo versuchen, Sachen zu looten, um unsere Upgrades zu finden. Warte, in dem kleineren meinst du dann, hat er dann das hier? Schon sehr klein, oder? Da würde ich nicht gerne wohnen. Na gut, dann gucken wir doch mal. Wird das jetzt so eine Sherlock-Holmes-Mission hier, wo wir so ein bisschen investigaten müssen? Tja, sie ist weg. Vielleicht kann ich herausfinden, wo sie hin ist. 45.000 Credits. Na, kennt einer das Schiff, ne? Gerne wieder Aurabesh übersetzen. Infos zum Schiff geben. Neue Syndikatsdaten. Ja, oh, geil, nehmen wir mit. Der Herd ist noch heiß. Wir sind echt Sherlock Holmes hier. Ich dachte eigentlich, ich müsste an die Konsole. Handelsdaten. Okay. Na schön. Empfange Nachricht. Eis. Der Boss hat es sich anders überlegt. Wir kaufen die Baupläne noch heute. Die Koordinaten sind im Anhang. Ah. Hey, Ezok. Sieht aus, als wäre Eis losgezogen, um Geschäfte mit irgendwelchen Piraten zu machen. Was? Das ist ja furchtbar. Wenigstens habe ich die Koordinaten ihres Treffens. Es findet in einem Lager ganz in der Nähe statt. Worauf wartest du dann noch? Sieh dir das mal an. Ja, ja, ja. Jetzt beschwer dich doch nicht. Warte mal ganz kurz, aber... Schmuggler warten bei einer Schlucht südwestlich vom Bestien. So, hier sollen irgendwo auch Schmuggler sein. Das könnten wir eigentlich theoretisch auch mal machen. Ach, das sind sie ja hier. Machen die das mit diesem Speeder, die so einen Speedersprung machen? Mit der alten Kiste willst du springen? Yes. Vielleicht verabschieden wir uns schon mal von dir. Unterschätze sie nicht. Sie ist schneller, als sie aussieht. Ja, bestimmt. Ja. Oh, wir wetten, na klar. Warum machen wir die ganze Sache nicht noch ein bisschen interessanter? Ich wette, dass ich den Sprung schaffe. Ich bin raus. Die Wette gilt. Also, wo ist dieser unmögliche Sprung? Gleich da drüben. Oh. Meint ihr jetzt oben, unten? Wo, was meint er? Festhalten. Ich mach den locker. Juhu! Ja, rück das Geld
bald raus. Du bist ja lebensmüde. Auf die gute Art. Hey, wenn du deine Leib und Leben riskierst, sieh auf die Auftragstafel in Mos Eisley. Da kann man gutes Geld verdienen. Alles klar. Neuer Kleideranstrich, Vintage. Gucken wir mal. Ja, hier haben wir auf jeden Fall auch noch einige, die fehlen. Der ist, ja, relativ basic, würde ich sagen. Ich glaube, immer noch mein Liebster ist der vom Imperium, ne, der hier. Der ist halt der Hammer. Aber gut, gehen wir rein in die Main Story, die wir machen müssen. Dafür müssen wir, glaube ich, aber in eine andere Richtung. Gucken wir mal, ob wir da schnell hinreisen können. Nö, aber es sieht nach einer coolen Höhle aus. Okay, ich bin gespannt. So, da sind wir, glaube ich, auch schon. Es ist so still. Hoffentlich ist Eis noch hier. Ja. Finde Eis. Es sieht eher aus wie so ein Banditenlager. Zumindest wurde mir eben gerade so ein Totenkopf-Symbol angezeigt. Ich war gerade ein bisschen verwundert. Aber irgendwas werden wir hier schon finden. Kann man hier irgendwo rein? Vielleicht sonst gehen wir einfach mal zum Hauptgebäude, ne? Es wirkt am ehesten smart, dass wir hier hingehen. Wenn du mich rauslässt, besorge ich dir Kredits. Suta, già d'imperiolo sei a duca. Huha wama porco che kunga uba. Das muss die Ingenieurin sein. Siehst du was? Umunza! Oh. Ich habe gedacht, du guckst in die andere Richtung, Kollege. Hallo, ich bin gekommen, um den Loot zu holen. Mein Schiffscomputer, das ist gut. Ich glaube aber, da haben wir jetzt schon so gut wie alles. Egal, wir looten hier erstmal ein bisschen rum und jetzt wird gequatscht mit dir. Moin Moin. Danke für die Hilfe. Moment, bist du eine Kopfgeldjägerin? Nein, nein, Esok schickt mich. Ich bin Kay. Gut, dass jemand auf mich aufpasst. Ich dachte, ich könnte selbst eine Abmachung mit den Piraten treffen. Aber die Schweine haben mich ans Imperium verkauft. Das heißt, die Imps sind auf dem Weg, um dich zu holen. Oh. Ja. Sag mir bitte, dass du einen Gleiter hast. Hab ich. Los geht's. Cool. Fliegen wir mit der zusammen? Auf nach Bestien. Auf nach Bestien. Helfen können, unterzutauchen. Die Flüchtige wurde in Bestien gesehen. Ja. Das habe ich jetzt irgendwie anders... Erwartet. Jetzt reicht's, warte. Jetzt geht's los hier. Können wir auf den Wagen schießen? Nee, ne? Das wäre cool. Ja, wir sind schon auf der Hälfte des Gesuchtstatus. Du kannst laufen. Wo ist mein Gleiter? Ich bin überfordert. Oh mein Gott. Der will mich überfahren? Das hätten wir noch treffen können. Warum haben die den denn nur halb voll gemacht? Idioten. Sieht aus, als wäre die Luft jetzt rein. Ah, da ist mein Gleiter. Ist sie verstanden? Sie hat auch einen Gleiter. Wir sollten hier weg. Na los! Cool! Ja, und die hat halt so ein richtig cooles Swoop-Bike da, ey. Okay, das schaffen wir schon. Ich sehe... Oh mein Gott! Ich hätte nicht boosten sollen. Ich hätte nicht boosten sollen. Ich habe einen riesen Fehler. Ich werde da gleich voll gegenkrachen. Was? Nein! Für das Imperium nicht hierher! Du musst den Planeten verlassen. Ist gut. Wie wär's mit Toshara? Wohin du auch willst, solange du die Imps abschüttelst. Alles klar. Wo ist denn Eis? Och nein. Okay, ich bleib bei ihr. Ich mach diesmal keinen Quatsch. Sag diesmal. Diesmal helfen wir uns an sie. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch ehrlich gesagt gedacht, ich habe hier so ein bisschen optisch geschaut und dachte, da vorne wäre so eine Art Rampe. Das Imperium klebt an uns. Wir kommen zu dir. Oh. Nein. Für das Imperium nicht hierher. Du musst den Planeten verlassen. Ist gut. Wie wär's mit Toshara? Wohin du auch willst, solange du die Imps abschüttelst. Ja, ja. Wir können nicht auf Bestien bleiben. Wir müssen den Planeten verlassen. Wir fetzen die jetzt erstmal hier. Bye, bye. Geil. Oh, das ist schon cool gemacht mit diesen... Mit diesen ganzen Blockaden und so. Können es ein bisschen... Oh mein Gott, hör auf mich zu rammen. Wird es ein bisschen schneller sein vor mir. Wäre mir eigentlich ganz lieb. Die nehme ich mit. Die nehme ich auch mit. Komm. Ich würde ein bisschen gerne schauen, wo sie lang fährt. Okay. Ich hab's ja noch im Blick. Alter, das sieht optisch wieder so gut aus, ne? Wie die hier auch diese Rauchschwaden hinter sich herzieht. Ich folge ihr einfach. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir lang fahren, to be honest. Oh mein Gott, da ist so eine Laserschranke. Lass den Gleiter zurück, komm! Der Generator fliegt!
Ah, mein Gott! Ich bin verwundet, das stimmt. Die rennt einfach durch, oder was? Okay, Andy wartet auch schon auf uns. Da ist doch nur noch einer. Zack! Du hältst uns den Rücken frei, ne, mein Freund? Okay. Zentrale, melde eine gefährliche Person auf der Na schön, Andy 5. Auf geht's. Verstanden. Jo, das gefällt mir doch schon eher jetzt hier. Jetzt geht's auch nochmal rein in eine Weltraumschlacht, oder was? Die werden wir auch wegfetzen, call ich. Ja, das Imperiumszeichen bleibt. Ein paar Teils weghauen, come on. Oh, da wäre aber... Ja, shit. Wo geht es denn hin? Toshara, wir müssen Eisbären hier wegbringen und die Imps abschütteln. Tut mir wirklich leid. Ich danke euch für die Hilfe. In Ordnung. Ja, noch mehr. Das war doch ganz ordentlich. Geschütz aktiviert, Kane. Na, wenn das so weitergeht, haben wir gleich die höchste Suchstufe. Wir fetzen hier noch einen weg und jetzt sollten wir auch versuchen, hier abzuhauen, glaube ich. Toshara wurde gesagt, ne? So, Hyperraum an. Das hoffe ich. Wir bleiben im Ausweichmodus. Okay, let's go. Und Sprung. Geil. Jetzt ist nur die große Frage. Sind wir jetzt auch schon im Suchstatus los? Ja, das Imperium hat was gegen mich. Giandopasund, da Obergraber Chuanganulia du Pankpa. Jagrandia Punio Puliyama. Ach, deshalb meldest du dich. Du interessierst dich für Eis. Genaga Chikdanulia Mapunu. Tja, das ist ihre Entscheidung. Chinobada Jama. Oh Mann. Was meinst du, Eis? Willst du für die Hutten arbeiten oder bleibst du lieber bei Crimson Dawn? Naja, ich kenne eigentlich nur das Imperium. Was meinst du? Ja, ne? Das ist jetzt blöd. Bei beiden will ich eigentlich aufsteigen. Wir bleiben jetzt bei Crimson Dawn. Mal gucken. Wenn du mich so fragst, ich würde Crimson Dawn empfehlen. Klingt gut. Ich hatte kein gutes Gefühl bei Pip. Ja. Sagen wir Aesop Bescheid. Öffne Kanal. Kalves, habt ihr es nach Toshara geschafft? Noch nicht, aber wir sind auf dem Weg. Ich habe endlich ihr Lehrer erreicht. Ihr trefft euch dort. Danke, Aesop. Ja, wir werden bestimmt den Ruf verlieren dadurch, oder? Das ist jetzt irgendwie ein bisschen uncool, aber naja gut, was willst du machen, ne? Okay. Dann wollen wir mal, Leute, ne? Lira wartet. Ich war nicht sicher, ob ihr es schafft. Aesop meinte, es gab Schwierigkeiten. Ja, die gab es, aber nichts, womit wir nicht fertig wurden, oder Eis? Es war schon übel. Das Freiberufler-Dasein ist nichts für mich. Ich wäre lieber in einer Werkstatt, als vor Blastern davon zu laufen. Das Imperium kann dir nichts mehr anhaben. Crimson Dawn scheut weder Kosten noch Mühen, um seine Leute zu schützen. Wo wir gerade über Kosten sprechen? Ja, money, money, money. Das hast du dir verdient. Danke, Kay. Yes, Hutten ruft dick runter. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Oh Mann, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist blöd. Sie wird sich den Hutten nicht anschließen. Crimson Dawn hat mein Schiff abgefangen und sie hat ihr Angebot angenommen. Kavagula Andurimpa Matitaki. Ja, ne? Unglaublich, dass das funktioniert hat. Da stand aber, dass der Huttenruf runter ist. Ich trau mich gar nicht. Ja, das ist nicht gut. Immerhin sind wir jetzt wieder bei Crimson Dawn auf Ausgezeichnet. Das freut mich. Ashiga müssen wir natürlich noch hochpushen. Das werden wir auch noch machen. Aber erstmal lass mich mal gucken, was wir hier machen können. Ach, wir können natürlich Jinjo helfen hier, ne? Das wäre auf jeden Fall so ein Ding. Von daher würde ich sagen, machen wir das gerade erstmal. Den hatten wir ja ganz am Anfang der Folge hier getroffen, ne? In Yauntas Hoffnung. Der hatte sowieso schon so ein paar Folgequests, ne? Das ist interessant. Das war mehrfach. Der war ja am Anfang... Moin, moin. War der bei so einer Spielhalle und, ja, dann haben wir irgendwie mehrere Sachen gefunden, dass sie den hier loswerden wollen. Jetzt will er halt fliehen.
Finde ich ganz interessant, dass man das so gemacht hat. Wahrscheinlich musste man das auch so in der Reihenfolge hinbekommen, dass man den dann findet. Da darf ich nicht einfach rein, ne? Nee. Ja, ja, ja. Gut, wir werden hier hinten lang gehen müssen, denke ich. Bin mir jetzt nicht so ganz so sicher, wo wir rein müssen. Entweder wirklich in den... müssen wir wirklich in den Tresorraum? Scheint so, oder? Gucken mal. Psst, schon leise, Kumpel. Fluchtpaket. Hier vielleicht? Jinjo, ich hab deine Sachen. Alte Socke. In der Ringgasse beim Markt gibt es einen zwielichtigen Händler namens Lalini. Sag ihm, du bist ein Freund von Arlo. Wer ist Arlo? Das ist nicht wichtig. Kauf mir mit den Kredits einfach ein Ticket nach Tatooine. Ach, Jinjo, das war jetzt aber hoffentlich alles. Schwarzmarkthandel, neue Information. Okay, wir kaufen ihm noch ein Ticket. Ah, guck mal, das machen wir hier. Können wir da hier so rein? Das scheint so, ne? Warte, wir gucken mal. Vielleicht auch nochmal ein Zugangspunkt. Ja, tatsächlich. Den habe ich noch nie gefunden. So kommt man hier auch in das Gebiet rein. Echt ungesehen. Das ist interessant. Ach, und das ist der! Hey, ich suche nach Lalini. Und wer bist du? Ein Freund von Arlo. Eine Freundin von Arlo. Arlo lernt in letzter Zeit echt viele Leute kennen. Folge mir. Ah, ja, jetzt haben wir auch endlich mal das Codewort von dem bekommen. Das hatten wir seit Ewigkeiten, Leute, diesen Auftrag. Was kann ich für dich tun? Crimson Dawn Händler ist es eigentlich, na gut. Agamar Revolutionsgürtel, ja, okay. Rückerstattung, halte zwei Chips zurück. Ah, guck mal, der hat hier, Mr. Backkarte, die nehmen wir auch. Tatooine Flugticket, ja, kostet doch nicht so viel. Das hast du Jinjo, du hast einen Platz auf einem Händlerschiff nach Tatooine. Noch eine Sache. Die Reise ist lang. Kannst du mir eine Reiskröte auf Fumpa-Brot vom Markt besorgen? Also. Ich bereue das Ganze so langsam. Vertrau mir, das zahlt sich aus. Hol dir doch auch was. Ich lade dich ein. Sehe ich etwa aus wie ein Kurier? Die gute alte Reiskröte. Ja, guck mal, wo man das kriegt. Wahrscheinlich nicht mal hier, sondern ja, okay, ich hab's mir gedacht, bei dem Essenshändler. Ja, ich wollte noch gucken, warte mal, ich will mal gucken, was bei den Socken steht. Alte Socke. Gerümpel, das keinen großen Wert zu scheinen hat. Toll. Toll, dass wir ihm die mitbringen müssen, also wirklich. So eine Pfeife. Wo genau können wir das kaufen? Ah, hier. Dürftig? Mal sehen, eine Reiskröte auf Fompa-Brot, bitte. Ah, Jinjo schickt dich. Es ist mir eine Ehre, für Jabba zu kochen. Jabba? Ach so. Hey, Andy. Wenn du jemanden kennen würdest, der das Pike-Syndikat verlassen will, was, würdest du tun? Alles eine Frage der Sympathie. Ah, zu Jinjo zurückkehren oder Gorak verraten? Gorak waren. Okay, nee. Wir helfen natürlich dem Muttenkartell jetzt. Ach, jetzt zurück zu Jinjo. Das ist ja wieder interessant gemacht. Also ich finde das cool. Ich finde das wirklich cool. Jinjo ist bereit. Jawohl, okay. Er sollte ja hier in Yautas Hoffnung sein. Yes. Okay, also das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass die Quest hier so ein bisschen größer wird irgendwo. Ist ja aber ganz cool gemacht, ne? So, mein Freund. Ratschlag gefällig? Wenn du auf der Flucht bist, solltest du echt nicht jedem davon erzählen. Die Kredits behalte ich. Die Hutten bezahlen ihre Leute gut. Ist mir recht. Ich leg bei Jabba ein gutes Wort für dich ein. Huttenruf hoch, Pike ruf runter. Ja gut, was willst du machen? Aber ist doch in Ordnung. Reisköder auf Pompa-Broder bekommen. Seine Socken haben wir behalten. Ja, hat jetzt nicht so viele Auswirkungen gemacht. Wir sind immer noch bei 3 Leuten auf ausgezeichnet. Bei den Hutten müssen wir jetzt richtig viel noch schaffen, damit wir das irgendwie hinbekommen. Aber ich will ja auf jeden Fall auch beim Ashiga-Clan noch aufs Maximum kommen, denn dann kriegen wir da einen Arzt, der mich reparieren kann. Heil mich, mein Bein, mein Oberschenkel. Nee, der uns, dass sie uns neue Ausrüstung geben können, ne? Aber gut, ich würde sagen, wir gucken beim nächsten Mal, was wir noch an Aufträgen so haben und was wir machen können, denn wir haben auf jeden Fall noch einige vor uns. Von daher, ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Danke sehr fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.